You're never gonna make it, you're not good enough. There's a million other people with the same stuff. You really think you're different than you must be kidding. You're gonna hit it, but you just don't get it. It's impossible, it's not probable, you're irresponsible. Too many obstacles, you gotta stop it, yo. You gotta take it slow, you can't be a pro. No, waste your time no more. Who the fuck are you to tell me what to do? I don't give a damn if you say you disapprove. I'm gonna make my move, I'm gonna make it soon. And I'll do it cause it's what I wanna fucking do. Cause all these opinions and all these positions, they come in millions, they blocking your vision. But no, you can't listen, that shit is all fiction. Cause you hold the power as long as you're dreaming. There's no way that you make it. And maybe you can fake it. But you're never gonna make it. Are you just gonna take that? Make them take it all back. Don't tell me you believe that. Are you just gonna take that? Or will you fucking fight back? You ain't gonna make it, you ain't never ever gonna break it. You can never beat them and they're better than you face it. Thinking that they give a damn, you're not thinking straight, kid. No, they don't give a damn, you got what I'm saying? I'm not fucking playing, I'll give it to you straight, man. There's too many others and you're not that great, man. Stop what you're saying, stop what you're making. Everybody here knows that you just fake it. Nah, I don't wanna hear it anymore, I don't wanna hear it anymore. All these fucking thoughts, they are not what I need anymore. I'm about to shut the motherfucking door on all you poor ass haters with your heads in the clouds. Talking out loud so proud, you better shut your goddamn mouth. Before I do more, speak out, it's about to head south. Never gonna make it. There's no way that you make it. Oh my god. Oh my god. Make it. Moin Leute, was geht? Herzlich willkommen auf meinem Kanal zurück. Ihr habt die Clips gesehen und genauso wie diese Clips aussehen, sieht mein Spielerlebnis von Modern Warfare 3 aktuell aus. Bei all den Unrufen, die auch von mir kamen, dass es am Ende ein DLC ist und es ist nichts anderes, ist es das erste Mal seit Jahren, dass wir alle, die nach einer Skill Gap letztes Jahr gerufen haben, endlich wieder Spaß haben können. Und es ist mir an dem Punkt jetzt auch egal, ob da vieles aus MW2 im Prinzip als Basis genommen wurde oder nicht. Das Game macht einfach Fun. Aber, und das ist auch wichtig, wir haben MW2 letztes Jahr gehabt und ob man es nun gemocht hat oder nicht, ein Review, ein Finales, damit wir dieses Game in meinem Fall endlich beendigen können und beerdigen können, gehört dazu. Und deswegen werde ich heute komplett aufzählen und erklären, was ich gut fand, das geht schnell, und was wirklich schlecht war und was ich hoffe, was wir nie wieder sehen werden. Das heißt, wenn ihr ein großer MW2-Fan gewesen seid, Kudos to you, cool für euch. Ihr solltet das trotzdem aus meiner Sicht betrachten. Ich bin ein Spieler, der gerne aggressiv spielt, der ein Run-and-Gun-Game spielt. Deswegen spiele ich Call of Duty. Und deswegen sehe ich persönlich MW2 insgesamt als, und das ist gar nicht als Hass gemeint, aber als mit Abstand schlechtestes Call of Duty, was wir jemals hatten. Und ich bin mir absolut sicher, dass niemals wieder ein Call of Duty, was nicht von Infinity Ward kommt, so schlecht sein kann. Fangen wir aber mit den positiven Sachen an. MW2 hatte ja durchaus etwas Positives. Abgesehen davon, dass das Game Gott sei Dank zu Ende ist. Die Raid Series, die sie eingeführt haben, die ich am Anfang irgendwie gar nicht beachtet habe, waren wirklich unterhaltsam. Und man konnte 15, 20 Minuten, je nachdem welche Raid Series man gespielt hat, durchaus Spaß haben mit seinen Jungs und Mädels. War gar nicht so schlecht. Das zweite, was ich persönlich sehr, sehr gut fand, war das Camo-System. Wie hat man verschiedene Tarnungen erspielt? Es waren außer Schalldämpfer eigentlich nie Aufsätze nötig. Das, was wir in Vanguard hatten, war ja zum Beispiel die absolute Hölle, muss man ja ganz ehrlich sein. Das Einzige, was das Camo-System in MW2 meiner Meinung nach so ein bisschen zurückgehalten hat, war eben, dass man unfassbar viele Weitschüsse gebraucht hat. Und Weitschüsse dieses Jahr Gott sei Dank zum Großteil raus. Ich bin so dankbar dafür. Denn Weitschüsse sorgen dafür, dass man sich meistens irgendwo in Hardcore in eine Ecke setzt, damit man über 30 oder 40 Meter Abschüsse machen kann. Damit tut man den Hardcore-Spielern, die den Modus normal spielen, überhaupt keinen Gefallen, weil man mehr oder weniger für diese Weitschüsse campt. Man tut sich selber keinen Gefallen, weil ein
ein Gameplay einem aufgezwungen wird, was man so gar nicht spielen möchte, nur für eine Tarnung. Anders geht es aber mit manchen Waffen einfach nicht. Und ehrlich gesagt ist das eigentlich auch schon alles, was ich an Modern Warfare 2 als gut bezeichnen würde. Kommen wir zu den Sachen, die ich als negativ, schlecht und in der Hoffnung, es kommt nie wieder bezeichnen würde. Gameplay-Mechaniken. Die Gameplay-Mechaniken in MW2 sind die mit Abstand schlechtesten, die wir jemals in einem Call of Duty gehabt haben. Jede einzelne Entscheidung von Infinity Ward für das Gameplay ist darauf ausgelegt gewesen, die normalerweise verfügbare Skill-Gap auf ein Minimum zu senken. Das ist eine Entscheidung. Das Ganze gepaart mit Skill-Based Matchmaking macht doppelt überhaupt keinen Sinn. Und jetzt kommt eben das Faszinierende, die Verkaufszahlen von MW2 waren richtig gut. Und das liegt zum Großteil einfach an dem Namen schon und Nostalgie. Die Spielerzahlen kurz nach Release sind dermaßen in den Keller gegangen, dass man sich wundern musste, ob sie dieses Game einfach einstellen und sagen, okay, das war nix. Die Gameplay-Entscheidungen, wie man sich bewegt, wie der Tactics-Sprint funktioniert, wie man slidet oder es war ja im Prinzip kein Weg. Man konnte zwar sliden, aber man konnte währenddessen nicht schießen, man konnte sich abbrechen, kein gar nichts. Der Hechtsprung, der eine rein defensive Mechanik war, die Tatsache, dass man unfassbar laute Schritte gemacht hat, aber nichts dagegen tun konnte, denn die Feldaufrüstung Totenstille war, und das ist ein separater Punkt eigentlich, ja nicht durchgängig verfügbar, hat dafür gesorgt, dass der gesamte Gameflow von diesem Game unfassbar langsam war. Dazu kommt eine unfassbar niedrige Time to Kill, die dermaßen niedrig war, dass man im Prinzip 99% seiner Tode gar nicht selber in der Hand hatte, sondern nach so einem Tod in der Regel sich gedacht hat, klasse, er hat mich gehört oder ja, im Prinzip waren das die meisten Tode. Er hat mich gehört oder klasse, er ist hinter mir gespawnt. Denn, das ist der nächste negative Punkt, das Spawn-System in MW2 war ein Squad-Spawn-System und hat dafür gesorgt, dass man durchgängig durch die ganze Karte hinweg irgendwo gespawnt ist. Das heißt, man konnte mit Game-Knowledge immer noch nicht feststellen, wo spawnt jetzt ein Teammate, wo spawnt jetzt ein Gegner, wo spawne ich jetzt, welche Route muss ich laufen. Es war absolutes Chaos einfach und jeder, der sich in diesem Game wenig bewegt hat, hat davon profitiert. Wir hatten kein Slide-Cancel, wir hatten kein schnelles Movement, wir hatten kein schnelles, gutes, weites Rutschen. Alles, was getan wurde, war darauf ausgelegt, dass man im Prinzip dafür bestraft wird, sich viel aktiv bewegen zu wollen. Dazu kommt, und das ist einer der größten Kritikpunkte, jedes Call of Duty, und davon haben wir, ich glaube, genau zwei, MW19 und MW2, beides Infinity Ward, was für ein Zufall, jedes COD, was kein Totenstille hat, sorgt automatisch dafür, dass Leute, die aktiv am Spiel teilnehmen, von Leuten gekillt werden, die nur in einer Ecke sitzen, taktisch abwarten und hören, dass jemand mit lauten Schritten an denen vorbeiläuft. Das Problem daran ist, dass eine Feldaufrüstung wie Totenstille nicht dafür sorgt, dass das durchgängig unterbrochen wird. Dazu kommt, dass noch der Unterschied zwischen MW19 und MW2 ist, dass man Totenstille in MW19 innerhalb von einer halben Sekunde als Feldaufrüstung aktivieren konnte und es sofort aktiv war, ohne dass vorher ein Mikrowellensound kam, der allen auf der Karte erstmal gesagt hat, dass man jetzt Totenstille aktiviert. Eine bodenlos schlechte Entscheidung, die nur für die schlechtesten der schlechtesten Spieler ausgeführt wurde. Für keinen, ich habe noch nie einen guten Spieler auf der Welt gesehen, der gesagt hat, ich finde es super, dass in einem Run-and-Gun-Game wie Call of Duty meine Footsteps überall zu hören sind. Dazu kommt, dass Timmy Nofump die besten Möglichkeiten hatte, irgendwo in einer verschissenen Ecke zu sitzen, ohne zum Gameflow des Games beizutragen, weil er eure Steps gehört hat, wenn er seine Waffe abgefeuert hat, auf der Minimap nicht angezeigt wurde, denn die Minimap in MW2 wie in MW19 hat keine roten Punkte angezeigt, es sei denn, eine Drohne war aktiv. Und wenn er dann aber auch noch Geist aktiv hatte, habt ihr ihn nicht mal gesehen, selbst wenn er sich nicht bewegt hat, denn
Geist als Perk in MW2 hat immer funktioniert. Ob ihr euch bewegt habt oder nicht, ob ihr gesprintet seid, ob ihr gelegen habt, es war völlig egal. Sobald ihr Geist aktiviert hattet, konntet euch keiner mehr auf einer Minimap sehen, ob ihr eine Drohne hattet oder nicht. Eine der schlimmsten Entscheidungen, die man treffen kann. Was meiner Meinung nach auch absolut bodenlos war und was Gott sei Dank dieses Jahr wieder rückgängig gemacht wurde. Und man kann eigentlich bei allen guten Entscheidungen dieses Jahr sagen, es sind Entscheidungen, die rückgängig gemacht worden sind aus den Fehlern, die Infinity Ward aber mit Absicht letztes Jahr gemacht hat. Eine Sache, und zwar, man konnte Plünderer damals in MW2 nur, oder eigentlich konnte man es gar nicht spielen, denn ihr habt mit dem Perk Plünderer nur Munition aufgenommen, wenn ein Spieler gestorben ist, der dieselbe Waffe gespielt hat wie ihr. Das heißt, wenn ihr irgendeine Waffe gespielt habt und die Munition leer gegangen ist, konntet ihr die Munition nur auffüllen auf der Leiche mit dem Perk, wenn der tote Spieler dieselbe Waffe hatte. Was für eine schwachsinnige Entscheidung. Sollte natürlich dafür sorgen, dass Leute eben nicht zu viele Kills hintereinander streaken. Feedback und die Annahme von Feedback. Infinity Ward hat in der Beta bereits ein riesengroßes Feedback erfragt von den Spielern. Wie findet ihr die Gameplay-Entscheidung? Wie gefällt euch das Game? Und eine überwältigende Mehrheit hat auf Twitter in Umfragen bei Call of Duty angegeben, bei Charlie Intel, bei den größten Seiten, wir wollen die normale Minimap haben, wir wollen Totenstille als Perk haben. Was hat Infinity Ward getan? Nach der Beta haben sie all diese Sachen, die sie da als Feedback bekommen haben, sich zu Herzen genommen und haben jede einzelne Sache, die dort als Feedback gegeben wurde, beantwortet mit einem finalen Satz. Unsere Daten zeigen, Totenstille ist zu stark. Wie kann es zu stark sein, wenn jeder einfach Totenstille spielen kann? Und wenn ich von hinten jemanden töte, weil ich ihn flanke, dann ist das absolut legitim, denn habe ich mich besser bewegt als er. Dafür ist Totenstille da. Und es gibt Leute, die sich beschweren und sagen, ja, es ist voll scheiße, ich bin von hinten gekillt worden und konnte ihn gar nicht hören. Wenn hinter dir ein Spieler ist und du eine Minimap hast, die funktioniert und diesen Spieler nicht gesehen hast, nicht gehört hast und ihn auch nicht hörst, weil er Totenstille hat, dann hat er in dem Moment einfach besser gespielt als du. Das ist der einzige Grund, warum er dich von hinten killen kann. Oder es ist ein kaputtes Spawn-System, was passieren kann. Aber selbst mit einem kaputten Spawn-System passiert das so selten. Im Gegensatz dazu, seitdem ich in MW3 nach dem ersten Tag Totenstille freigeschaltet habe, habe ich nicht mehr einen einzigen Kill oder Tod gehabt, bei dem ich das Gefühl hatte, ich wurde gerade gekillt, weil ich zu laut war beim Laufen. Nicht ein einziges Mal. Es ist ein absolut befreiendes Gefühl. Alles das, was wir als Community an Infinity Ward, an Feedback gegeben haben, haben sie genommen, sich durchgelesen, in die Tonne geschmissen und gesagt, nö, machen wir trotzdem nicht, auch wenn ihr es alle wollt. Post-Launch-Content und alles, was nach Release eigentlich kam. Abgesehen davon, dass sie das schlechte Movement aus der Beta im Full-Release später noch weiter reduziert haben, ist es auch so, dass bestehende Bugs, wie zum Beispiel der UAV-Bug, der dafür sorgt, dass auf gewissen Karten, ich weiß bis heute nicht welche, manche Drohnen dafür sorgen, dass die Minimap im Prinzip wie ein Orbi funktioniert, hat Infinity Ward nach 6 Monaten immer noch nicht behoben. Es hat über 8 Monate gedauert, bis einige der Schalldämpfer wirklich dafür gesorgt haben, dass man nicht plötzlich auf der Minimap angezeigt wird, trotz Schalldämpfer, wenn man schießt und eine Drohne aktiv ist. Das ist ein Bug, der müsste ja gerade in dem Mindset von Infinity Ward super wichtig sein. So grundlegende Dinge haben monatelang überhaupt gar kein Gehör gefunden. Im Trello Board stand nichts davon, Infinity Ward hat es nicht angesprochen, in den Patch Notes stand nichts drin. Es ist bis heute in beiden Fällen nicht behoben worden. Es ist für mich absolut bodenlos, wie man einen Live-Service, was Call of Duty mittlerweile ist, anbieten kann und nicht in der Lage ist, so etwas innerhalb von einer vernünftigen Zeit zu bearbeiten. Das Perk-System von MW2 ist das mit Abstand schlechteste Perk-System, was ich jemals gesehen habe. Ich habe keine Ahnung, wie so ein Perk-System in einer Horde von Spielentwicklern, die eigentlich wissen sollten, was sie tun, tatsächlich diskutiert wird und für gut befunden wird. Zuerst fing es an mit, es hat 60 und 90 Sekunden oder so gedauert, bis wir unsere Perks 3 und 4 freigeschaltet haben. Dann haben sie festgestellt, das dauert zu lange, das ist total Inkonsistenz, weil man sich eben nicht darauf verlassen konnte, dass man zum Beispiel am Anfang Geist hatte. Man musste erst viele Kills machen oder die Zeit überbrücken. Das hat dafür gesorgt, dass man, obwohl man Geist ausgerüstet hat, relativ früh, wenn jemand eine Drohne hatte, auf der Drohne angezeigt wurde.
wurde. Dann haben sie es in der Beta so eingestuft, dass ihr eure Perks schneller bekommen habt. Nur damit sie beim Full Release wieder zurückgegangen sind, wo es wieder lange gedauert hat, bis ihr die Perks freigeschaltet habt. Das war aber wieder so schlecht, dass die Leute auf die Barrikaden gegangen sind, weshalb sie innerhalb von 6 Wochen nach Release wieder eine Änderung des Perk-Systems gemacht haben, dass man es wieder etwas schneller bekommt. Am Ende haben sie dieses Perk-System mit der Dauer, wie schnell man seine Perks freischaltet, ich glaube, 7 oder 8 Mal zwischen Beta und der 5. oder 6. Woche nach Release geändert, was ja eins schon zeigt, wenn ich ein neues System reinbringe, was ich innerhalb von 3 Monaten 98 Mal überarbeiten muss, hin und zurück, und nie einen guten Spot finde, dann zeigt es doch nur, dass dieses Perk-System scheiße ist. Kein Mensch, ich habe noch nie einen Menschen gesehen, der gesagt hat, dass dieses Perk-System gut war. Was bringt es mir, dass ich mir 4 Perks auswähle, wovon ich die Hälfte nach 3 Minuten der Runde erst bekomme? Richtig schlimm war es in TDM, wo man keinen Score durch Marken, keinen Score durch Flaggen oder sonstiges bekommen konnte. Dazu kam, dass man in Modi wie Suchen und Zerstören auf gewisse Perks angewiesen ist. Diese Perks aber die ersten 2, 3 Runden einfach nicht hatte, weil die Zeit noch nicht gekommen ist. Was für ein grotesk schlechtes Perksystem, was wirklich niemandem gefallen hat, woran sie aber stur festgehalten haben. Die Maps in MW2 waren zu 99% so unspielbar. Die Spawns sind mit Absicht so weit auseinandergelegt, dass man künstlich durch diese weit entfernten Spawns von dem Hauptpunkt, wo die Action war, dafür gesorgt hat, dass der gesamte Pace einer Runde nach unten gedroppt ist. Das hat Infinity Ward natürlich, ähnlich wie in MW19, mit Absicht gemacht, damit eben die ganzen Timmies, also die wirklichen Timmies, die ja sowieso durch SBMM geschützt werden, nicht zu sehr gestresst werden, gestresst im Run-and-Gun-Game, wo es darum geht, Leuten über den Haupten zu ballern, damit sie mehr Zeit haben, wieder an ihre Sweet Spot zu kommen. Bodenlos die Tatsache, dass wir jetzt 2 der Karten aus Original MW2 letztes Jahr bekommen, nämlich Farm 18 und Mercado, und das sind die beiden mit Abstand noch besten Karten gewesen, zeigt, dass alle anderen Karten eigentlich kompletter Dogshit waren. Sie haben sich langsam gespielt, es gab sehr, sehr, sehr wenig Karten, die man neben diesen beiden Karten gerne gespielt hat, und ich rede gar nicht über diese Nachtmap oder Santa Cena Border Crossing, was bis heute für mich unter den Top 3 der schlechtesten COD-Karten aller Zeiten ist. Platz 1 ist Piccadilly Circus, MW19, Infinity Ward, und Azir Cave, MW19, Infinity Ward. Es hat eine Ewigkeit gedauert, um Street zu aktivieren. Man hat fast 6 Sekunden gebraucht, um eine Drohne und eine Konterdrohne zu aktivieren. Es ist absolut schrecklich gewesen, wenn man mit Streaks gespielt hat und während man eine Drohne aktiviert, einfach 3 Sekunden wehrlos war und von Leuten währenddessen gekillt hat. Man wurde aktiv dafür bestraft, dass man eine Drohne aktiviert, weil man 3 Sekunden nichts machen konnte. 3 Sekunden, sagen einige von euch, ist doch nicht viel. 3 Sekunden in Call of Duty ist eine verdammt lange Zeit. Und es gab überhaupt keinen Grund dafür. Es war einfach wieder, um künstlich das Game zu verlangsamen. Wir waren so weit, dass Modern Warfare 2 nichts anderes war als eine Milsim. Eine militärische Simulation, ähnlich wie es Hell Let Loose ist, wobei Hell Let Loose ein Game ist, was extra auf solche Spieler ausgelegt ist. Wer es langsam mag, wer es taktisch mag, der ist in solchen Games willkommen. Aber sowas wie Call of Duty war es noch nie und sollte es auch, so wie letztes Jahr, nicht mehr sein. Und dann muss man einmal abschließend darüber sprechen, Skill-Based Matchmaking, Disbanding Lobbys, Lobbys, die nach jeder Runde auseinanderfallen, kein Map-Voting, dieses Jahr zeigt MW3, man kann SBMM und Map-Voting haben. SBMM ist das schrecklichste, manipulativste System aller Zeiten. Und ich kann auch niemanden mehr hören, der sagt, es ist doch nicht schlimm, gegen gleich Gute zu spielen. Ich weiß, einige von euch haben das Gefühl, dass in MW3 das SBMM hochgecrackt ist. Es ist dieselbe Formel wie die letzten 5 Jahre. Es ist Release. Die Leute haben Bock zu schwitzen. Ich tue es selber. Viele von euch tun es auch selber. Das Problem ist, ich werde relativ oft mittlerweile mit einem 150er, 200er Ping irgendwo nach Brasilien connected in den Runden, nach Nordamerika. Ich weiß gar nicht, wo die Server mich überall hinschicken.
SBMM ist ein manipulatives System, was nur daraus ausgerichtet ist, maximalen Profit zu senden. Trotzdem, und das ist ein großes Trotzdem, jeder, der es aktiv bemängelt, umgeht mit Neffen-Accounts und sich währenddessen in Streams irgendwie über Gegner lustig macht, die sie dann wegklatschen, ist ein absoluter Arsch. SBMM ist seit 5 Jahren im Game. Es wird nicht verschwinden. Es ist in Apex Legends mit drin. Es ist in Fortnite mit drin. Es ist in Valorant mit drin. Es ist in Counter-Strike mit drin. Ich kenne nicht ein einziges Multiplayer-Game, was kein SBMM hat. Das einzige FPS-Shooter-Game, was ich kenne, was kein SBMM haben wird, ist XDefiant. Und XDefiant ist noch nicht mal draußen, weil es mittlerweile 5-mal verschoben wurde. Wenn ich SBMM wirklich so sehr hasse, kann ich das Game einfach nicht spielen. So einfach ist es. Oder ich arrangiere mich damit, spreche es und negativ an, kritisiere es, was absolut legitim ist, und nehme es trotzdem so hin. Was man tut mit Neffen-Accounts, ist nichts anderes, als das Game für die Zuschauer und für alle anderen zu manipulieren und sich selber in ein Licht zu stellen, in dem man gar nicht hingehört. Und seien wir ehrlich, wenn man so Dogshit ist, dass man kein Content aus einem COD machen kann, was eine Skillgap hat, ohne Neffen, dann ist man in dem Game in dem Moment einfach nicht gut genug. Man muss es so akzeptieren, es ist dann einfach so. Und der allerletzte Punkt, und der ist leider in dieses Jahr ein bisschen mit reingegangen, User Interface. Das User Interface von Call of Duty MW2 ist das mit Abstand schlechteste, was ich je gesehen habe. Ich habe noch nie gesehen, dass ein Interface, ein Hauptmenü so unübersichtlich, so schlecht, so unsinnig aufgebaut ist wie letztes Jahr. Und dieses Jahr haben sie es ein bisschen verbessert, aber es geht eigentlich in die gleiche Richtung. Ich weiß nicht, was deren Idee damit ist. Ich weiß nicht, was das mit diesem Call of Duty Hauptquartier vielleicht zu tun hat. Aber das User Interface, es gibt ein YouTube-Video, das hat fast 1 Million Aufrufe, wo ein YouTuber erklärt, wie man in diesem User Interface die verschiedenen Menüs, Modi und sonst was findet. Und wisst ihr was, Leute? Ich mache auch diese Woche wieder ein Video, oder das erste Mal, wo ich genau das erkläre, weil es Leute anscheinend suchen. Das ist unglaublich eigentlich. Ich hoffe wirklich, dass Infinity Ward, wenn sie in, keine Ahnung wann, 3 Jahren, 2 Jahren, 5 Jahren wieder ein COD machen dürfen, dass jemand bei Microsoft da sitzt und denen sagt, so machen wir es nicht. Im Vordergrund sollte immer der Spielspaß der Community stehen. Und wenn 99% der vokalen Community in einem Game wie MW2 nach 4 Wochen das Game quittet und sagt, ich kann es nicht mehr, ich fühle mich frustriert, dieses Game zu spielen, sollte das für immer ein Warnzeichen sein, dass Call of Duty ein Run-and-Gun-Game ist, in dem verschiedenste Gruppen von Spielern, ob Camper, Rusher, Flanker oder sonst was, alle gleichermaßen Spaß haben wollen. Und es ist absolut legitim, dass ein Playstyle wie Campen belohnt wird für die selber, solange alle anderen Playstyles trotzdem genug Handwerkzeug an die Hand bekommen, um in so einem Game wirklich Fun zu haben. Und ich kann es euch nur sagen, Call of Duty MW2 war für mich ein so schlechtes Call of Duty, dass ich nach 3 Monaten mit Tarkov angefangen habe, weil ich dieses Game nicht mehr ertragen habe. Und seitdem habe ich 2000 Stunden Escape from Tarkov auf dem PC gespielt. Ich habe lieber mein PC geupgradet, ein Gaming-Maus, eine Gaming-Tastatur gekauft und habe Maus und Tastatur gelernt, als auch nur noch eine einzelne Sekunde Modern Warfare 2 zu spielen. Und das sollte eigentlich für jemanden, der wie ich 15 Jahre Konsole spielt, alles sagen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst gern euer Feedback da. Eure Meinung interessiert mich natürlich auch. Meine lässt sich allerdings bei den Punkten wahrscheinlich nicht mehr irgendwie ändern. Wir sehen uns morgen. Haut rein.